Früher dachte ich immer, Kultur seien Institutionen, seien Geschichte, seien bekannte Kunstwerke. Und im Studium habe ich dann gelernt, dass es ein Prozess ist, der alles vereint und auch darüber etwas aussagt, wie Menschen ihr Leben gestalten und was für Regeln sie zum Beispiel aufstellen. Im Studium der populären Kulturen kann ich zum Beispiel erforschen, was Technologien, was Mobilität für eine Stadt bedeutet, wie Menschen sich optimieren, was Utopien sind und was zum Beispiel Migrationsbewegungen für eine Stadt, gerade wie Zürich, bedeuten für die kulturelle Diversität in einer Stadt. Was mich besonders fasziniert, ist die Themenvielfalt und auch die Interdisziplinarität, dass ich mir mein Studium genauso zusammenstellen kann, wie es mich interessiert. Das macht es für mich besonders attraktiv. Und auch natürlich der Alltagsbezug, dass potenziell an jeder Ecke ein Forschungsthema lauert, das ich erforschen kann und auch darf hier im Studium. Und dass ich plötzlich mit offenen Augen durch die Welt gehe und vielleicht auch Themen angehe, die ich bisher noch nicht so angedacht hatte und dass mir hier auch die Möglichkeit gegeben wird, dass ich sie erforsche. Der Begriff populär in populäre Kulturen zeigt an, dass wir uns mit dem Alltagsleben von ganz unterschiedlichen sozialen Milieus, Gruppierungen in der Gesellschaft beschäftigen und sagen nicht mit der Hochkultur. Und die Besonderheit des Studiengangs Populäre Kulturen an der Uni Zürich ist, denke ich, dass wir dabei sowohl eine lebensweltliche Perspektive haben, also dass wir uns anschauen, wie das Alltagsleben von unterschiedlichen Gruppierungen gelebt wird, was das mit Ungleichheiten zu tun hat, im Sinne von sozialen Milieus, Klassen, Schichten, auch im Sinne von Migration und Ethnizität, im Sinne von Geschlecht, Gender. Dass wir das kombinieren mit einem Fokus auf Popkultur, also populäre Literaturen und Medien. Ethnografische Stadtforschung beschäftigt sich damit, wie Menschen in Städten leben, wie sie die Möglichkeiten, die Städte ihnen bieten, nutzen und wie sie sozusagen urbane Lebensformen herausbilden. Ein Beispiel dafür ist die Jugendkulturforschung, um die es bei uns auch viel geht. Und da beschäftigen wir uns mit jugendkulturellen Stilen und auch damit, wie in einer diverser werdenden Gesellschaft Konflikte auf der Ebene von Stilen zum Ausdruck kommen, verhandelt werden, im öffentlichen Raum, im virtuellen Raum und wie gleichzeitig durch Stilpraktiken, durch die Art und Weise, wie man sich kleidet, präsentiert, gibt, neue Zugehörigkeiten entstehen, neues Gefühl von Zusammengehörigkeit. Im Studium der populären Kulturen habe ich mein Interesse für Stadt- und Raumforschung können verfolgen und habe auch frei können Seminare, Vorlesungen zu dem Thema können aussuchen. Und zum Beispiel ist mir eine Vorlesung geblieben, wo mir verschiedene kulturtheoretische Zugänge zum Thema Raum durchgenommen haben. Und ich habe mich entschieden, meine Masterarbeit zum Thema zu schreiben und habe hier am Zürcher Hauptbahnhof verschiedene Nutzungsmuster unter die Lupe genommen. Und heute arbeite ich in verschiedenen Forschungsprojekten, unter anderem zum Thema digitale Nachbarschaften, wo es darum geht, zum herauszufinden, welche Auswirkungen haben so digitale Tools oder Siedlungs-Apps auf nachbarschaftliche Beziehungen. Oder ein anderes Projekt, das ich bearbeite, das geht um altersfreundliche Lebensräume in der Stadt und was es braucht, damit ältere Leute können möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Das ist das, was mir aus dem Studium geblieben ist. Und die Methoden konnte ich eins zu eins übernehmen, also qualitative Methoden. Und die Forschungsprojekte, die ich jetzt bearbeite, sind natürlich vom Umfang her grösser als die Projekte, die ich im Studium bearbeitet habe. Aber der Prozess ist eigentlich genau der gleiche. Ich verstehe populäre Kulturen als Alltagskulturforschung. Das heißt, wir untersuchen das Kulturelle immer im Horizont des Alltäglichen. Und das heißt, dass für uns zentral ist, wie Menschen diesen Alltag erfahren, wie sie ihn gestalten, wie sie über ihre soziale und natürliche Umwelt denken. Es geht also nicht nur um Objektivationen oder Werke wie in anderen Kulturwissenschaften, sondern auch um diese subjektive Dimension der lebensweltlichen Gestaltung. Raum im Sinne der Raumethnographie bezieht sich aber nicht nur auf den von Menschen gestalteten und erfahrenen Raum,
sondern setzt sich immer in Beziehung zur natürlichen und auch zur technischen Umwelt und auch zu nichtmenschlichen Aktanten. Ein Beispiel, das das vielleicht sehr gut erläutern mag, sind unsere Forschungen über Wölfe in der Schweiz, über die Wiederkehr von Großraubtieren, die durch ihr Auftreten räumliche Ordnungen irritiert haben und Menschen auch zu räumlichem Handeln, zum Zäunen, zum Fixieren von sicheren und unsicheren Gebieten und vielem mehr gebracht haben. So entstehen neue Räume mit neuen Bedeutungen. Der Wolf bewegt sich nicht einfach im Raum, sondern er gestaltet diese gewissermaßen in seiner Beziehung zu den Menschen mit. Was mir besonders an dem Studium gefällt, ist, dass es sehr interdisziplinär ist. Das heisst, ich kann meine Interessen aus verschiedenen Fachgebieten miteinander vereinen, aus den Gender Studies, Arbeitskulturen etc. Und jetzt zum Beispiel gerade dieses Semester habe ich ein Modul besucht bei der Christine Lötscher, wo wir einen eigenen Blog kreiert haben im Fachbereich von der populären Literatur und Medien. Und dort habe ich mich zum Beispiel mit der Billie Eilish beschäftigt und geschaut, wie das sie Tabuthemen aufgreift, wie zum Beispiel Mental Health Issues. Und da habe ich einfach auch spannend gefunden, zu schauen, wie sie als Vorbildfunktion fungiert. Das ist ein Blog, den wir gemeinsam in einem Seminar entwickeln, bei dem die Studierenden federführend sind. Also sie dürfen bestimmen, worum es da gehen soll. Und zwar suchen wir einen Weg, um wissenschaftlich, aber eben auch so, dass es ein breiteres Publikum interessiert, über populäre Literaturen und Medien zu schreiben. Im Forschungsgebiet der populären Literaturen und Medien beschäftigen wir uns ganz intensiv mit Gegenwartsmedienkulturen. Das heißt, mit all dem, was uns in unserem Alltag an Medien begleitet. Das ist auch das Spannende daran, dass Medien ja ein ganz wesentlicher Teil unseres Alltags sind. Und das war noch nie so stark wie heute in der Kultur. Und wir versuchen zu verstehen, wie wir eigentlich mit diesen Medien leben, was das bedeutet, auch was das für Inhalte, für Themen sind, die da verhandelt werden. Unsere Studierenden kommen eigentlich bereits als ExpertInnen für populäre Literaturen und Medien zu uns. Und zwar deswegen, weil sie einfach im Alltag permanent mit Medien zu tun haben. Und was sie hier lernen, ist, einen anderen Blick darauf zu entwickeln, theoretische Zugänge und Methoden, um besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Während dem Studium konnte ich Film und Ton schon ausprobieren. Konkret, ich habe in Berlin Leute porträtiert, habe dort Kamera, Ton und Interview selber gemacht. Ich habe gemerkt, das ist recht viel des Guten, alles zusammen. Und bin froh, dass ich mich jetzt als Kulturanthropologin auf die Inhalte konzentrieren kann und mich mit dieser zentralen Frage auseinandersetzen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ich arbeite mit einem grossen Projekt mit, an der Regionale 2025. Das ist eine Plattform, die sich mit dem Limmatal auseinandersetzt. Und ich beschäftige mich dort mit den Arbeitswelten des Limmatal. Und zwar alle Sektoren, querbeet, also Shoppingcenter, Raststätten, aber auch beispielsweise ein Spital oder die Industrie, machen dort Feldforschung, du Leute porträtieren und schlussendlich kommt es zu einer Ausstellung oder zu digitalen Inhalten, die dann über die Regionale verbreitet werden. Ich tue sehr gerne über Ausstellungen vermitteln. Ich finde das sehr ein spannendes Format, um damit zu arbeiten. Ich habe im Studium schon ein Praktikum gemacht in einem kleinen Museum und einmal ein Seminar besucht, wo am Schluss eine Ausstellung daraus entstanden ist. Das hat Kalifornienbilder geheissen. Und so hat es einfach schon während dem Studium erste Bezüge gegeben zu der Ausstellungspraxis. Ich habe im Master Populäre Kulturen studiert und im Nebenfach Kulturanalyse. Ich habe das sehr spannende und auch fruchtbare Kombination gefunden.
Und natürlich habe ich in diesem Studium gelernt, wie man Inhalte erarbeiten und auch wie man das dann kann, an das Publikum vermitteln kann. Und jetzt in der jetzigen Tätigkeit ist für mich so ein wichtiger Punkt eben auch, dass ich mit verschiedenen Leuten kann, zum Beispiel Ausstellungsinhalte erarbeiten oder auch Vermittlungsangebote. Das ist so ein Punkt, den ich sehr faszinierend finde. Beim Forschen und Lernen wenden die Studierenden sogleich in der Forschung im Feld mit eigenen kleinen Projekten an, was sie in den Seminaren gelernt haben. Es geht nicht nur darum, die Theorie zu beherrschen, sondern zugleich auf Menschen zuzugehen und sie zu befragen. Der direkte Umgang mit Menschen ist in unserem Fach sehr wichtig, weil wir uns kümmern um den Alltag der Menschen und ihre alltagskulturellen Bedürfnisse. Und die zu erfragen, das ist das Thema des forschenden Lernens, die Theorie anzuwenden, direkt auf Menschen zuzugehen und lebensweltliche Phänomene zu begreifen, und zwar dort, wo sie sind und wo sie entstehen. In der Erzählforschung geht es um populäre Geschichten, die wir uns tagtäglich erzählen. Im Büro, also auf der Arbeit, zu Hause, im Familienkreis und sonst wohl. Der Mensch ist ein erzählendes Wesen. Er erzählt vor allen Dingen in Gattungen, zum Beispiel Mythen, Märchen, Sagen, wozu auch moderne Mythen, moderne Sagen gehören. Und die untersuchen wir als erstes, das ist das klassische Thema. Aber wir erzählen auch über unser eigenes Leben, über Krankheiten, über Begegnungen der besonderen Art, über Verschwörungen. Wir erzählen im Internet und sonst wo. Was uns natürlich besonders interessiert, ist, wer erzählt warum, an welchen Stellen, und was uns noch mehr interessiert, wie sehen die Erzählungen aus? Wie muss ein Witz gebaut sein, damit er funktioniert? Das lernt man bei uns in unserem Fach an populären Gattungen. Studierende bringen am besten Offenheit mit, einen offenen Kopf für das, was in ihrer Umgebung, in ihrer Welt vorgeht, und ein Interesse am Populären, an populären Phänomenen, an Unterhaltung, an Filmen, an Fußball, an Tattoos, an den Tracking-Apps, mit denen man heute durch den Wald joggt. Also eine Offenheit für kulturelle Erscheinungen, das wäre das Erste. Das Zweite wäre aber auch eine Offenheit für andere Möglichkeiten des Lebens. Was interessiert andere Menschen in meiner Kultur und was interessiert andere Kulturen?